Das ist Simon. Simon ist Student und beschließt, eine Party zu machen. Um Werbung zu machen, sucht er im Internet nach einem passenden Bild. Dann verteilt er die Flyer überall auf dem Campus. Nach einer gelungenen Party bekommt Simon Post vom Anwalt. Es ist eine Abmahnung, weil er ein Foto verwendet hat, das ihm nicht gehörte. Dieses Foto ist nämlich von Andreas. Und Andreas war sehr wütend, dass jemand einfach sein Bild benutzt hat. Jetzt muss Simon viel Geld bezahlen. Aber warum? Was hat er falsch gemacht? In Deutschland gibt es Gesetze wie das Urheberrecht und das Recht am Bild. Deshalb darf Simon nicht einfach jedes Bild benutzen, was er im Internet findet. Zum Beispiel darf man keine Bilder veröffentlichen, die andere aufgenommen haben. Wie Simon wissen viele andere das auch nicht. Stell dir vor, jemand würde in deinem Fotoalbum Bilder klauen und für seine eigenen Zwecke benutzen, ohne deine Zustimmung. Gut, dass auch schlaue Leute wie unter anderem Lawrence Lessig das auch zu kompliziert fanden und 2001 die Creative Commons erfunden haben. Die Creative Commons sind unterschiedliche Lizenzen für Texte, Bilder, Musik oder Videos. So können Autoren und Urheber ihre Werke veröffentlichen und die Nutzung unter bestimmten Voraussetzungen, wie zum Beispiel die Namensnennung, freigeben. Das heißt, dass Simon nur hätte das Bild von Andreas nutzen können, wenn Andreas es mit den Creative Commons freigegeben hätte. Jetzt hat auch Simon verstanden, welche Bilder man wie nutzen darf. Für seine nächste Party wird er es bestimmt besser machen.